Hast du dich eigentlich mal gefragt, warum wir in Minecraft einen Hund haben? In diesem Video schauen wir uns den Hund mal ein bisschen näher an. Die erste Frage ist, wo findet man eigentlich einen Hund? Hunde findest du in Minecraft eigentlich fast in jedem Biom. Versuch dein Glück aber oft, sag ich mal, in Wäldern, Nadelwäldern, da trifft man die Hunde öfters an. Kommen wir gleich zur Frage 2. Wie zähmt man eigentlich einen Hund? Zuallererst gibt's gar keinen Hund, sondern einen Wolf. Näher dich den Wölfen ganz friedlich und sie lassen sich auch in Ruhe. Benutze einen Knochen, den du von Skeletten zum Beispiel bekommen kannst, um den Hund zu zähmen. Kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wie züchtet man Hunde? Hunde zu züchten ist relativ einfach. Zuerst, du brauchst zwei Stück. Wenn wir das haben, benutze Fleisch, um sie zu füttern. Dadurch entstehen Herzen und wenn du natürlich zwei hast, entsteht auch ein Welpe. Nächste Frage, was bringt mir der Hund? Der Hund wird dich jetzt durch die Minecraft-Welt begleiten. Er hat immer diesen Radius von 12 Blöcke, wenn er zu weit weg ist, spawnt er immer nach. Wenn du das nicht möchtest, kannst du den Hund Sitz machen lassen, das ist das einzige Kunststück, was er kann, und verweilen da am Ort, wo du ihn gerne zurücklassen möchtest. Der Hund kann dich aber auch beschützen, das heißt, wenn du angegriffen wirst, steht er dir zur Seite und greift die Ziele mit an. Hunde kannst du auch heilen. Du erkennst es an seiner Rute, je wie sie, sag ich mal, gebeugt ist, ob du ihn füttern musst oder nicht. Ein ausgewachsener Hund hat 10 Herzen und ein Welpe 4. Es gibt noch eine kleine Bonussache, was ein Hund haben kann. Wenn du mehrere Hunde, die jetzt, sag ich mal, gezähmt hast oder gezüchtet hast, ist es vielleicht schwierig, sie auseinanderzuhalten. Erste Hilfe wird sein, du kannst die Halsbänder färben. So wie du das schon kennst von den Schafen mit der Wolle, geht das auch beim Hund mit dem Halsband. Wenn dir das nicht ausreicht und schon so viele Hunde hast, kannst du auch noch gern den Hund einen Namen geben. Das ist relativ praktisch, falls der Hund mal sterben sollte, steht bei einem Hund, der keinen Namen hat, Wolf ist gestorben. Sobald du ihm einen Namen gibst, steht dann auch dieser Name im Chatverlauf. Dadurch weißt du ganz genau, welchen Hund du verloren hast. Wir sind jetzt wieder am Ende des Videos angelangt. Wir haben heute viel gelernt über unseren Hund, der uns natürlich in Minecraft gerne begleitet auf unseren Abenteuern. Wenn dir das Video gefallen hat, findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos oder abonniere noch gerne den Kanal, dann bleibst du mal auf dem laufenden Stand und verpasst in Zukunft gar kein Video mehr. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut rein und ciao.